Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, eure Mina und heute gibt es wieder mal ein Make-up-Tutorial für euch. Und zwar habe ich euch im letzten YouTube-Video und auch bei Instagram versprochen, dass es ein Make-up-Look mit dieser Palette geben wird. Und zwar mit der Cosmic Wanderer Palette von Terramoon Cosmetics. Ich zeige euch nochmal, wie die drin aussieht. So, das sind die Farben, also matte Töne, Schimmertöne, also alles ist so meins, so blau, türkis, lila und ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht einmal reingegriffen in die Palette, weil ich das mit euch zusammen machen möchte, einfach auch die Swatches machen und damit ihr von mir gerade hört, also die First Impression, wie sich das anfühlt, wie pigmentiert ist das. Und dann werde ich einfach einen Look damit schminken. So, jetzt sind wir mal in einer anderen Position hier. Ihr seht die Palette hier. Ich mache sie nochmal auf. Zeige sie euch nochmal. Und jetzt machen wir mal die Swatches. So, ich fange mal hier an. Ganz links an. Okay, sieht mal so aus. Also was für eine Intensität, das ist vor allem dieser Shade hier, also richtig schön. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt das jetzt mal sehen, die ersten vier Farben. So, jetzt die nächsten vier Shades. Von der Intensität also sehr, sehr gut und die Schimmer-Shades sind butterweich. Jetzt noch die letzten vier. Das ist jetzt der letzte Shade hier. Es Schimmer Glitzer, aber der ist ein bisschen fester und nicht so butterig weich wie die anderen. Aber schaut euch das an. Puh. So, jetzt war ich in jedem Fändchen drin. Natürlich die matten Shades, die sind
auch richtig schön pigmentiert, nur beim Swatchen sehen die halt ein bisschen heller aus, als sie wirklich sind. Und das hier ist so, ja, eher schon Glitzer und dieser Schimmerton, die sind auch so Duochrom-mäßig. Und der hier ist einfach ja, tiefes Blau mit einfach Glitzer, so halt. Ja, wie der Nachthimmel, würde ich jetzt sagen. Und jetzt zeige ich euch jetzt noch meinen Arm und die Swatches, dass ihr die nochmal sehen könnt. Ja, ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut sehen, die Swatches. Hier eben sehr glitzerig, würde ich sagen. Hier schon Duochrom, hier auch. Also ich würde sagen, eine wunderschöne Palette. Ich hoffe, ihr konntet die Farben gut sehen und den Swatch und alles. Ich habe das zum ersten Mal gefilmt und so gemacht. Deswegen bin ich da noch nicht so geübt und deswegen habe ich auch nicht so viel gequasselt. Und zwar, also die Palette, die hat mich jetzt richtig umgehauen. Also die Farben, vor allem die Schimmerfarben, die sind so richtig butterweich und ich glaube, ihr habt es gesehen, also sehr, sehr intensiv und ich bin jetzt gespannt, was für ein Look daraus wird, beziehungsweise ja, ich bin halt schon gespannt, aber ich weiß schon, welche Farben ich auf jeden Fall benutzen werde und zwar werde ich hier das Elektra hier benutzen, diesen lila Ton. Und vom Schimmerton werde ich den hier vom Planet X benutzen, den hier, weil der ist so Duochrom lila blau so schimmert. Und der ist eher so lila, aber der ist so lila blau. Und das hoffe ich, dass das gut wird und den matten Ton einfach als Base. Mal schauen, wie das dann aussieht. Als Eyeshadow Base habe ich von MAC den Pro Longwear Paint Pot in Painterly benutzt. Und um einen kleinen Schatten mir hin ins Auge hinzubringen, werde ich von MAC diesen Lidschatten, den Lidschatten Omega, ein bisschen auf die Augen tun mit einem großen Blenderpinsel. So, jetzt nehme ich so einen Flatbrush und mit dem gehe ich in das matte Lila, in das Elektra rein. Und das presse ich mir zuerst mal auf das bewegliche Lid. Und weil ich mich jetzt entschieden habe, dass ich mit dem Lidschatten hier so ein Wing machen möchte, werde ich jetzt einfach Tesa nehmen und das hier hinpicken. Dann presse ich mir das dann auch hier hin. Und jetzt versuche ich hier den Übergang überall ein bisschen mit diesem Pinsel gleich auszublenden. So, das ist kurz mal der Zwischenstand. Ich finde die Farbe einfach mega schön, aber jetzt nehme ich so einen kleinen Blenderpinsel, gehe auch in die Farbe. Und versuche es hier eben nicht so präzise zu halten, sondern ein bisschen auszublenden. Das ist hier ein bisschen dunkler und dann hier oben ein bisschen heller ist.
Also es ist schon schön hier, aber ich lasse das jetzt mal kurz so. Vielleicht mache ich einfach später noch eine Schicht drüber. Jetzt kurz noch mal ein Zwischenstand. Ihr seht auf dieser Seite, es ist einfach viel, ja, man sieht dunkel und dann heller und hier ein bisschen dunkel und dann heller. Also hier wird noch eine Schicht einfach drüber kommen, auch das dunklere und das hellere. Deswegen nehme ich noch mal so diesen Flatbrush und gehe noch mal ins Lila rein, um das hier zu intensivieren. Und jetzt nehme ich so einen großen, fluffigen Blenderpinsel, der ist ganz sauber und werde jetzt auf beiden Seiten einfach vor allem das obere einfach schön verblenden. So, also die obere Schicht. Jetzt nehme ich so einen abgeschrägten, sehr präzisen Pinsel. Nehme auch die gleiche Farbe und gebe sie mir hier am unteren Wimpernkranz entlang. Ich versuche es hier mit dem Ring einfach ein bisschen zu verbinden. Aber trotzdem versuche ich hier unten wirklich ganz am Wimpernkranz dran zu bleiben. So, jetzt werde ich mal den Teser wegnehmen hier. So, ich schaue mir jetzt das kurz mal an. Ja, hier ein bisschen gibt es noch eine Lücke, die kann ich hier noch auffüllen. Und hier auch noch ein bisschen. Aber sonst sieht das recht nice aus. Das mache ich noch mal mit dem Pinsel. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir wirklich zum Schimmer und dafür werde ich so einen Concealer-Pinsel benutzen. Ich werde versuchen, das Produkt mit dem Pinsel aufzutragen und wenn es dann wirklich nicht geht, dann werde ich den Pinsel anfeuchten oder mit dem Finger reingehen. Und damit gehe ich jetzt auf das dunkle Lila hier rauf. Okay, ich muss sagen, mit dem Pinsel wirklich sehr, sehr schwach. Ich werde den mal ansprühen. So, jetzt aufgesprüht, angefeuchtet. Okay, jetzt ein letzter Versuch mit dem Pinsel und zwar mit diesem Silikonapplikator. Ja, jetzt geht's. Oh, sehr schön. So, Fallout ist auf jeden Fall da. Das mache ich mal jetzt kurz weg. So, und hoffentlich seht ihr jetzt schön, wie das in das Blau-Lila geht. Also, es ist nicht blau, es ist nicht lila, aber irgendwas dazwischen. Also, es kommt darauf an, wie das Licht fällt. Aber mir gefällt es so richtig schön.
So, ihr Lieben, also ich habe mich jetzt doch entschieden, einen zweiten Schimmerton noch zu benutzen, weil das ja ein First Impression Video für diese Palette ist. Und zwar nämlich diesen hier. Jetzt habe ich diesen hier benutzt und jetzt werde ich halt diesen benutzen. Mal schauen, welches dann schöner aussieht. Und dafür benutze ich nochmal den hier einfach auf der anderen Seite. So, ihr Lieben, jetzt nochmal kurz der Zwischenstand. Wie ihr seht, hier einfach mehr lila, rosa und so. Und hier, ja, eher bläulich lila. Was mir jetzt noch fehlt, das ist etwas in der Wasserlinie. Und dafür werde ich jetzt einen schwarzen Kajal nehmen, um das ein bisschen, ja, rauchiger zu machen. Und dann nehme ich so einen Smokerbrush und werde das hier unten ein bisschen ausrauchen. So, und das war jetzt nicht mit zusätzlichem Produkt. Der Pinsel war ganz sauber und jetzt sieht es einfach ein bisschen geschmeidiger aus. Dann sind wir schon bei der Wimperndusche und bei Faustlashes angelangt. Und meine Wimperndusche ist die hier von Catrice, die Glam & Doll. Und meine Lashes sind die hier auch von Catrice, die Limited Edition. So, ihr Lieben, also Wimperndusche, Faustlashes sind drauf. Jetzt würde ich gerne noch unter meine Augenbraue highlighten. Das mache ich mit dem Hatice Schmidt Labs Highlighter. Ich muss sagen, das ist auch mein erstes Tutorial mit den gelifteten Augenbrauen. Ich war nämlich letzte Woche, habe ich mir dieses Brow Lift machen lassen zum ersten Mal. Mir gefällt es richtig gut. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Und weil das Augen-Make-up jetzt so richtig boom ist, habe ich mir gedacht, für die Lippen irgendwas matt und auf jeden Fall nude-mäßig. Und dafür nehme ich diesen Intensive Matte Lip Pen von Catrice, diesen hier. Und das hier ist dann die Farbe. So, ihr Lieben, und das hier ist der fertige Look zu der Cosmic Wanderer Palette. Und jetzt komme ich natürlich ein bisschen näher, damit ihr das Make-up nochmal besser sehen könnt. So, ihr Lieben, also zuerst mal die Seite hier geschlossen, offen, nochmal geschlossen und offen. Und dann die Seite hier. Also, wie ihr sehen könnt, hier natürlich ist das eher dieses blau-lila Schimmer drauf. Und hier ist es eher das lila ins rosane Schimmer drauf. Es ist natürlich Geschmackssache, was einem jetzt gefällt. Also, mir persönlich gefällt diese Seite einfach besser. Ja, aber. Wie gesagt, es ist Geschmackssache. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass ich euch die Palette ein bisschen näher bringen konnte. Schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare rein, welcher Look euch zusagt. Also, das würde mich jetzt sehr interessieren. Und natürlich vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Im Fall, dass das Video euch natürlich gefallen hat.
Und natürlich, wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann könnt ihr den Kanal jetzt kostenlos abonnieren und dann verpasst ihr nie wieder ein Video von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.